Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sterne prangen am Himmel hell und klar. So, Freunde, hier, schöne Strandtextur.de. Wir wollten heute bauen, tralalilala. Und dazu muss ich klauen, hahaha. Vier Fronts brauchen wir. Wo haben wir denn die Fronts? Ich sehe die ja gar nicht. Fronzis. Fronts? Komisch, dass er... Hä? Also manchmal verstehe ich die Taschenlampe nicht, den einfach aufhört zu... Hab ich alle Fronts? Einen, wow, wir haben einen Fronts. Einen Lashing. Ich meine natürlich nicht Fronts, ich meine natürlich den Lashing. Es wird jetzt sowieso hell. Den Hammer brauche ich nicht, aber einen Kniffe kann ich gerade mal mitnehmen. Ein Kniffe. Wo haben wir denn die Kniffes hingelegt? Da liegen zwei Kniffes. Ich nehme einen Kniffe und... Alter. Hallo Framerate. Und. Geh mal ganz kurz gucken. Ich hoffe, wir haben hier wieder nachgewachsene Yuccas. Das sieht doch gut aus. Hervorragend. So. Die Kartoschki sind noch nicht reif. Die holen wir uns nächstes Mal. Ich werde es jetzt jedes Mal so sagen. Ich weiß nicht warum. Die sieht gut aus. Die Yucca holen wir uns auch. So. Schön so ein paar Luschis gesammelt. Das ist doch toll. Lusches. Ein paar Lusches gesammelt. Oh, ich lese gerade, es schneit wieder in Deutschland, vereinzelt. Muss natürlich so sein, weil wir streamen ja gerade. Meistens schneit es aber erst hinterher. Aber irgendwie ist egal, jetzt ist Frühling und es schneit trotzdem. Es ist einfach unfassbar. Nach jedem Stream schneit es einfach. Es schneit nach... Das ist unglaublich. Hier liegen vier Steine rum. Ich weiß zwar nicht warum. Ich glaube, ich habe die da selber hingelegt. Jedenfalls haben wir die noch. Hatte ich nicht noch anders eine dritte Yucca? Hier war doch noch eine dritte Yucca. Wir brauchen die natürlich nicht, aber wenn ich schon mal dabei bin... Oder war das auf einer anderen Insel? Ich weiß es nicht. Ist egal. Ich lass die Yucca Yucca sein. Ich lass die Yucca Yucca sein. Schalalalala. Und zieh mir noch ein Joghurt rein. Keine Ahnung. Das Kniffe tue ich weg. Das Kniffe kommt dann hier hin. Die fliegen immer so weit jetzt. Das haben sie auch mit dem Update geändert. Man kann das nicht mehr so richtig zielen. Dann haben wir hier noch vier Steine. Ich tue die mal on the rocks. Das Fischertraps. Guck mal hier. Pack die mal hier zum Feuer. Vielleicht fangen wir ja einen Hai. Ich glaube, davon können wir ein paar bauen. Was ist denn... Ach, sieh mal einer an. Na toll, ein Pocket Knife. Polly Pocket Knife. Hätte ich mir lieber eine Ausgabe der Wendy gewünscht. Der wäre sinnvoller gewesen. So. Da tue ich mal hier eben drei Pocket-Kniffes. Sehr schön. Naja, eigentlich überhaupt nicht. So, vier Lashings, vier Palmen. Plus Imbus-Schlüssel von Ikea. Boah, den müssen wir erstmal finden im Wrack irgendwo. So, sechs Sticks. Die Palmenfronts haben wir, glaube ich, sechs, ne? Sechs waren das. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ach, die Falle braucht einen Köhler. Köhler. Einen Köter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Vier Lusches. Und ein Hammer. Uah, Alter. Nein. Was habe ich jetzt vergessen? Habe ich was vergessen? Habe ich was vergessen? Habe ich was vergessen? Brauche ich mehr Lusches? Ne, vier waren das, ne? Vier Palmen. Sechs Palmenfronts. Die Sticks. Hä? Ich warte nochmal ganz kurz. Ah, wie blöd. Wie blöd, dass ich die Rezepte nicht offen habe. Das ist natürlich ärgerlich. Ach, ohne Hammer. Ach, so, huch. Ich baue doch mein Bett immer mit dem Hammer. Muss ja auch solide werden. Ja, Alter. Da scheißt er das einfach auf den Haufen drauf. Okay. Uah, Alter. Ja, wir haben es. Ach, Gott sei Dank, wir haben es.
Wer baut denn ein Bett ohne Hammer? Also es ist ja... So. Ich mag das immer. Ich weiß nicht warum, aber ich mag immer diese nachdenkliche Bank, die man da so machen kann. Ich wünschte, man könnte sich auch setzen, wie bei Forest auf die Bank. Vielleicht sogar noch richtig rum. Hier, so ein Sitzsimulator. Hm, ja, nachdenklich. Ach ja, an der Spitze des Meeres. Okay, was für ein Köder kann man denn da reinballern? Was für ein Köder kommt denn da rein? Das weiß ich nicht. Ich habe die Dinger noch nie benutzt. Muss ja eine Kokosnuss oder vielleicht ein Baby oder vielleicht eine Krabbe. Oder so ein kleiner Fisch vielleicht? Ich probiere es mal eben. Ich habe nämlich keine Ahnung damit. Wie der den Fisch hält, so bedenklich. Ah, okay. Wir können da also irgendwas reinhauen. Kann ich auch den hier noch zusätzlich? Ah ja, man kann mehrere Sachen reinlegen. Okay, alles gut. Ah. Interessant. Habe ich auch nie gemacht. Finde ich total spannend. Wer weiß, was wir da fangen. Bestimmt ein Flipper. Also ja, so ein Spielgerät natürlich. So. Na, ich weiß gar nicht... Hallo? Ich weiß gar nicht, wie viel da reinpasst. Lalalalalala. Ich leg hier alles in die Falle. Mein Nahrungsvorrat ist bald alle. 3. 1, 2, 3. Sieht man das auch? Tatsache, liegt alles drin. Naja, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ist ja echt voll der Grey. Voll der Hampelmann. Okay, was sagt die Nahrungsaufnahme? Die Nahrungsaufnahme sagt, es wird Zeit für Snack. Und wir müssen dann nochmal andererseits, wir haben eine Axt auf der anderen Insel. Ich düse mal ganz kurz rüber, dann genießen wir da mal die Vorteile des Insellebens. Dann können wir die Palmfronds nochmal abholen eben. Und die Luschis lege ich mal eben, Luschis lege ich mal hier zu den Steinen. Hier, da sind die Luschis. So, ich düse mal ganz kurz rüber und dann erstmal die Kokosnüsse da müssen wir nicht mehr so viel rüberschleppen. Und wir haben ja auch eine Axt. Paddel haben wir noch. Da ist Sand im Boot. So, und wieder geht es rüber. Ich freue mich schon. Ach, schön. Natürlich ist der Hai wieder da, ist doch klar. Dass es hier auch 50 Milliarden Haie gibt. Da denkst du irgendwie, das ist eine bedrohte Tierart, aber die sind alle hier, deswegen. Deswegen nämlich. Ich habe jetzt nur ein bisschen Angst, jetzt haben wir 6 Sachen in die Falle gelegt. Und ich habe Angst, dass dann kommt ein Fisch und isst alle 6 auf. Der ist zwar dann ein bisschen größer, aber reißt es dann einfach nicht raus. Ist ein bisschen schade. Naja, schauen wir mal. Ich habe übrigens die Uhr wieder zu spät gestellt, den Timer. Das heißt, die Folge wird wahrscheinlich etwas länger. Wolf. Ach, was für ein schönes Wetterchen. Ich stelle mir gerade vor, wie das wäre bei dem Spiel, wenn da wirklich so 4-5 Tage Regen wäre. 4-5 Tage, einfach die ganze Zeit nur durchgehend Regen. Wie ätzend das wäre. Ist das hier eigentlich? Das ist das, ne? Ja. So, dann nehmen wir mal die Fronts mit. Yay! Und Platz haben wir auch noch. Das heißt, wir können auch ein bisschen Kokosnüsse mitnehmen. Andererseits würde ich dir aber zuerst natürlich gerne essen. So. 1, 2, 3, 4. 1. Immer wenn hier in-game diese Wolken kommen und die Sonne weggeht, dann denke ich automatisch, es ist schlechteres Wetter. Aber nicht in-game, sondern auch out-game. Also in real life. Wie die Fernsehleute es ja immer so gerne sagen. Denn wir Leute, die am PC sitzen, wir wissen ja gar nicht, was das richtige Leben so ist, was da so stattfindet. Das finde ich so niedlich. Haben sie auch über die YouTuber gesagt, also der Raab vor allen Dingen natürlich wieder. Und auch hier der, wie heißt er nochmal, der Super Richie.
haben ja immer diese Witze gemacht, dass man gar nicht weiß, was das richtige Leben ist als so PC oder als YouTuber und tralala. Und die vergessen dabei einfach, dass es einfach ein ganz anderes, ist einfach nur ein anderes Medium. Wir machen die gleiche Scheiße, wir moderieren einfach, aber das Medium ist einfach ein anderes. Die versuchen irgendwie so einen Hoggel darzustellen und vergessen aber, dass sie selber den gleichen Scheiß machen. Die Pfosten. Und dann sitzt da Super Richie, der Super Richie sitzt in der Sendung vom Metzgergehilfen und moderiert da. Also was wollen die einem denn erzählen? Das ist so random einfach, die haben einfach alle vergessen, wo sie herkommen. Muss man auch mal sagen. Und der Stefan Raab, der damals auf Vivasion angefangen hat, ganz ehrlich, Vivasion war damals so eine Art wie, war so eine Art wie YouTube, kann man sagen. Es war einfach so ein, es war so ein Versuchsding, so ein Schmelztiegel, so einfach so was Kreatives, was Neues. Und der Stefan Raab hat mit genau so einer Wurstkacke angefangen, wie die Sachen, die wir auf YouTube machen. Mit genau sowas hat der angefangen, hat da vergessen. Schade, schade, schade. Aber naja, man kann es ihm nicht vorwerfen, ist ja schon 1000 Jahre her. Das, naja. So, hier Kartoffeln nehme ich nochmal mit. Aber trotzdem ist das so eine Ironie irgendwie. Ich muss da immer jetzt an diesen Mist. Ich muss jetzt immer tatsächlich an Super Richie denken, der in der Sendung vom Metzger sitzt und da moderiert. Daran muss ich jetzt immer denken. Ach ja. So. Ah ja, die kann ich ja weglegen. Die brauchen wir ja nicht. Und stattdessen, das ist die Flair, ne? Die ist aus irgendeinem Grund aus dem Felsen rausgekommen. Stattdessen nehme ich mal 4 Kokosnüsse mit. Oh, habe ich schon. Okay. Dann haben wir jetzt noch Kartoffeln auf der Insel hier, ansonsten haben wir aber schon... Und wir düsen wieder rüber. Hallo, Herr Hai. Ich würde gerne mal wieder ein Haiblatt machen, aber die sollen jetzt so mega schwer sein. Deswegen traue ich mich gar nicht. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Okay, ich lese gerade, wir können den Motor jetzt schon bauen. Stimmt, der wurde ja vereinfacht irgendwie. Und dank dieser Ölbohrinsel, ich will eine Ölbohrinsel noch finden. Verdammt. Ich wünschte, wir würden eine Ölbohrinsel finden. Das wäre schön, aber naja. Huch, so. Ich finde es übrigens interessant, wie Streamer teilweise, zum Beispiel der Funk, wenn der jetzt hier 18 Stunden gestreamt hat, du musst ja auch wirklich 18 Stunden durchquatschen. 18 Stunden durchquatschen, ach, das heißt 18 Stunden am Stück moderieren. Und zwar frei Schnauze, ohne Thema. Natürlich geht man auf den Chat ein, natürlich kann man aufs Spiel eingehen, aber größtenteils ist es halt ohne festes Thema. Du musst also immer improvisieren, du machst 18 Stunden Improvisation. Und ich möchte mal gerne Fernsehmoderatoren sehen, die sowas machen. Das würde ich echt gerne mal sehen. Auch mal, ich würde gerne mal so einen Ayman Abdallah sehen, der einen 18 Stunden Moderationsmarathon macht. Und zwar nur zwischendurch für Pipi-Pause. Nicht irgendwie 2 Stunden erstmal schön in Flocati setzen oder so. Das würde mich echt mal interessieren. So, hopp, 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 hopp. Und hopp, 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 hopp. So. Okay, wir können jetzt schon den Motor bauen. Ist das richtig? Engine. Ich kann hier noch gar nichts bauen. Ach, ich muss vielleicht Duct Tape. Oh, Alter, hast du gesehen? Voller Skillshot. Nein. Brauche ich dafür einen Hammer? Nein, ich kann den Motor jetzt noch nicht bauen. Keine Ahnung, wer das erzählt. Du Penner. So. Last Man Standing gilt nicht, da haben wir alle moderiert und zwar durcheinander. Das war easy, da bist du ja auch nicht alleine und vor allen Dingen waren wir da alle, wir waren ja irgendwie zig Let's Player und wir haben ja alle durcheinander moderiert, alle auf einmal, was beim ersten Last Man Standing natürlich super Anklang gefunden hat, weil alle durcheinander geredet haben. Okay, was wollte ich machen? Ah, okay, ach so. Ach, macht ja auch Sinn. Brauche ich dafür jetzt einen Hammer? Fehlt da nicht noch was? Da fehlt doch auf jeden Fall noch was. Engine, Propeller, Fuel Tank. Also zumindest von der alten Dingens fehlt dann noch irgendwas. Ich glaube, da kam noch irgendwas dazu. Und jetzt kann ich auch nichts basteln gerade. Den Stick haben wir. Klebeband haben wir. Propeller haben wir. Engine haben wir. Fuel Tank. Aber es gab noch irgendwas anderes. Ich weiß aber nicht mehr, was es war.
Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich kann mich nicht mehr... Na tolle Soße, da fallen Streifen vom Himmel. Der Carburettor fehlt, genau, deswegen komme ich hier auf den Namen. Okay, wir können eh nicht mehr paddeln gerade. Das heißt, wir könnten eigentlich mal mit einer ersten Foundation anfangen. Das wollte ich ja eh machen, die Folge. Ich wollte ja gar nicht hin und her rudern. Hammer. Die Front, die kann ich erstmal ablegen. Denn wir haben ja noch nicht genug Frame-Einbußen hier. Schnauzehai, ich habe keine Zeit. So ein Hai ärgert sich auch gar nicht, wenn es regnet. Dem ist das scheißegal. Ist schon praktisch. Okay. Hammer. Foundation. Für Recht und Verfassung. Ich würde sagen, wo fangen wir denn an? Ich würde tatsächlich gerne da vorne anfangen. Und jetzt vielleicht ein bisschen höher. Nicht unbedingt so hoch, aber vielleicht so hoch. Dass das Gras nicht unbedingt reinguckt. Ich weiß noch nicht genau, ob wir da eine Treppe dran bauen können. So, Foundation. Ach ja, und Fenster kann man jetzt auch bauen übrigens. Das ist sehr schön. Foundation. Von da. Bams. Foundation. Nein, aber hier... Ich vermisse meine zwei Lampen. So. Hier... Ich glaube, das reicht an der Breite, oder? Erstmal, wir können... Hallo. Oinga. Ach ja, jetzt geht's. Komischerweise. Keine Ahnung. Ja, wow, wir kommen... Das ist das tollste Haus ever, wo man so hochspringen muss. Für die Leiter braucht man Fronts, ne? Also, nicht Fronts. Für die Leiter braucht man... Wieso liegen die eigentlich hier hinten rum? Wir wollen ja hier einen wohlsortierten Haushalt führen. Für die Leiter braucht man Lashings. Und wir haben nur noch zwei... Ne, eine. Scheiße. Müssten wir also eventuell auch von einer anderen Insel noch Lashings holen. Was jetzt gerade nicht geht. Ich glaube, hier sind wir noch nicht wieder ausgeprägt. Ne, die ist noch so ein kleiner Knubbel, die kann man noch nicht abernten. Scheiße. Seufz. Am liebsten wäre es mir, wenn wir den ganzen Strand zubauen würden, aber das geht natürlich nicht. So. Ja genau, gucken wir mal nach der Fischfalle. Ich bin sicher, die kann man jetzt sehr gut sehen. Haben wir irgendwas gefunden? Ich glaube, wir haben einen Scheiß gefangen. Da hinten ist übrigens New York. Deswegen leuchtet es da so. Alter. Okay, das mit der Taschenlampe ist aber echt noch ein bisschen blöd gemacht. Alter, ist das hier eine Scheißnacht gerade. Es ist so ungemütlich. Foundation. Für Recht und Verfassung. Ich baue mir hier hinten erstmal dran, bevor wir jetzt noch was anderes machen. So, wir müssen gleich mal die Sticks zusammenpopeln. So. Naja, dafür reicht es ja immerhin schon mal. Foundation. Hallo? Ich ärgere mich jetzt fast, dass ich nicht hier in die Breite gebaut habe, sondern da hinten. So längs lang. Auf der langen Kante, weil ich hätte hier noch ein anderes Haus bauen können. So, ich baller erstmal die Sticks zusammen, aber wir müssen dann, glaube ich, bald wieder neue holen. So.
Und noch eine Foundation, dann haben wir hier... Oh, haben wir ja schon. So, zack. Eine Wand haben wir jetzt noch nicht, aber dafür eine schöne Bude. Die auch wieder ein bisschen größer wird. Oh, keine Foundation. Obwohl, den Stick lasse ich mal beim Motor. Weißt du was, dann holen wir lieber neue Sticks. Klops. Ah, scheiß Wetter, was machen wir denn jetzt? Essensuhr ist noch nicht. Den Hammer kann ich niederlegen. Die Palmfronds brauchen wir später. Die haben wir jetzt einmal mitgesammelt, weil sie es angeboten hat. Ich kann jetzt leider auch nicht gucken. Ups. Boah, ich hoffe, wir können hier so eine Leiter hinbauen. Das wäre echt ganz praktisch. Weil so ist es schon doof, dass man da hochjumpen muss. Scheiß Wetter! Vor allem keine einzige Wolke, aber es regnet. Ich verstehe es nicht. Voll unrealistisches Game, ey. Spiel mal was Realistisches. Ihr habt da recht. Ich leg mich gleich ins Bett. Habt da schon recht. Und eigentlich kann ich die Dinger hier auch... mit dem Paddel. Eigentlich kann ich die Palmen hier auch abschneiden. Ich mache jetzt mal Folgendes. Eine Foundation haben wir schon mal. Freue ich mich. So. Und dann probieren wir mal den hier aus. Ich guck mal ganz kurz auf die Uhr, das geht. Toll. Der Schlaf hat richtig gut getan, aber es wird Tag. Immerhin. Ich sehe einen Scheiß. Wir müssen auf jeden Fall warten, bis der Nebel weg ist. Ich finde es ein bisschen schade, dass beim Schlaf das Wetter sich nicht ändert. Und eigentlich müssen wir eine fette Grippe haben, wo wir hier im Regen schlafen. Aber naja, egal. Sage ich gerade mal nichts zu. Ich setze ihn hier mal auf den Stein und meditiere. Ich bin Veganer, ich esse keine Meditiere. ja. Mir ist langweilig. Was kann ich denn machen auf der Insel jetzt? Langweilig, langweilig, langweilig. Schnarch. Ah, na also. Danke, Alter. Ah, ja, ja, jetzt sind Wolken da. Wo der Regen aufgehört hat, sind die Wolken da. Hat sich abgeregnet, die Wolken sind wieder da. Voll. Scheiß Trap. It's a trap. Ja, wir können ja diese Dinger, also Krabben und so kriegen wir eh unendlich, das ist scheißegal. Oh, essen sollten wir langsam auch mal was. Und weißt du was? 1, 2, 3, 4. Ich hoffe, 4 Krabben werden reichen. Wo ist das Feuerzeug? Da. Das Feuer können wir später wieder aufdunsen, sage ich mal. Eigentlich sollten wir mehr kochen, pass auf. Also wir sollten nicht das Meer kochen. Das erledigt ja der da oben für uns, ne? Wegen 7 Todsünden und so, da fängt das Meer an zu kochen oder irgendwie so, keine Ahnung. Es gibt bestimmt eine biblische Gelegenheit, bei der das Meer kocht. Ich persönlich kenne mich da nicht so richtig aus. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Schön in ihrem natürlichen Habitat. Tote Krabben mögen es gern im Wasser. So, das Feuer anzünden. Und zack. Nein! Vollidiot. Okay, wir kotzen mal ganz kurz dahin, weil er eine rohe Krabbe gefressen hat, der Vollidiot. Scheiße. Wie sieht's aus, gesundheitstechnisch? Naja, geht. Wir haben aber Wasser verloren durch das Kotzen. Machet Ding, Baby, machet Ding. Die ersten kann ich ja eh runternehmen. La la la, la la la, la la la. Love me tender, love me you. Mama said goodbye, tschüss. La da da da. Jetzt Ding noch endlich.
Hallo. Ding. Ding. Na endlich. So, ich finde das tatsächlich mit diesem neuen System, mit diesem komischen Button in der Mitte ein bisschen verwirrend manchmal, dass man den jetzt so lange gedrückt haben muss, bis das da hängt, sonst frisst man die Krabbe. Ich verstehe, warum das gemacht wurde, es ist schon irgendwie praktischer, aber es ist trotzdem verwirrend, weil man es die ganze Zeit nicht so gemacht hat, deswegen haben wir gerade gekotzt. Nur für Leute, die sich wundern. Kotzen ist nicht mein natürliches Verhalten. Selten sieht man mich kotzen. Ich glaube, ich halte wirklich gleich meine Krabbe manuell ins Feuer. Auch da bin ich gebrandmarkt. Am Anfang hat er nur einmal Ding gemacht und du wusstest nicht, welche jetzt fertig war. Ich warte die jetzt nochmal ab gerade. Na komm. Einmal Dingel noch. Na siehste, geht doch. Okay. Ach, die kommen ja auch essen gleich. Zack. Zack. Hallo? Die müsste ja trotzdem gebraten werden, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Eigentlich ist hier nah genug dran. Hier riecht es übrigens auch gerade nach Feuer, lustigerweise. Also hier, wo ich gerade aufnehme, meine ich. Also jetzt aber von draußen, nicht von drin. In Klammern hoffe ich. Scheiße. Schade, dass man den nicht reinlegen kann wie bei Forest. Das wäre echt wesentlich praktischer. Okay, jetzt weiß ich aber auch nicht, welche fertig ist. Das dürfte hier sein. Guckt, Crab. Also steht da eh dran. Okay. So, ich halte die einfach mal so dran. La da 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 ein bisschen Gulasch wäre schön, ein bisschen Gulasch, la la la. Wäre vielleicht tatsächlich eine Idee. Man könnte vielleicht wirklich mal versuchen, ob man hier so einen Drehspießgrill machen kann, wo man links und rechts eine Foundation setzt und dann irgendwas drüber legt. Ob ein Stick reicht, weiß ich nicht. Ein Paddel oder irgendwas. So, die ist fertig. Die nicht. Welche ist denn da jetzt fertig? Ist die fertig? Hä? Ich weiß nicht, welche fertig ist. Ich halte die nochmal rein. Hallo? Hier. Ich glaube, die werden nicht fertig, weil da unten Wasser ist. La da 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 da. Na komm schon. Die Krabben machen wir zumindest noch fertig. Das will ich jetzt noch fertig machen. Da mache ich jetzt kein Endscreen, da warte ich jetzt noch, bis das fertig ist. Oh, wir haben was gefangen da hinten, oder? Guck mal. Links im Käfig. Ich glaube, wir haben was gefangen. Ist die fertig? Doch, die ist. Ah, die ist geguckt. Okay. Die ist geguckt. Dann hänge ich die jetzt einmal drüber. Und pack die jetzt einfach. Ich pack die ja so rein. Na. Ja. So. Ladidada. Okay, welche war das?
Ist es diese? Nein, es ist diese. Jetzt kommt diese. Dann haben wir die gleich alle durch. Das dauert leider ein bisschen, bis man die gekocht hat. Na 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 na. Hauptsache gut durch, Hauptsache gut alles abgetötet und dann schön ins Wasser legen oder in den Sand, in die ganzen Bakterien, in den ganzen Mock da unten. Ist doch egal. Kann man eigentlich Schildkröten kochen? Nee, ne? Da könnte man ja direkt aus der Schale schlürfen. Das wird doch gehen. Wieso hänge ich die eigentlich nicht auf? Wieso halte ich die eigentlich ins Feuer? Ich habe keine Ahnung. So. Stehe ich hier die ganze Zeit. Okay, übrigens, unser Bett müssen wir... Sag mal, willst du mich verarschen? Okay, pass auf, jetzt ganz kurz gucken wir nochmal hier. Oh nein, der Inscreen. Oh, hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Schade. Ich wollte gerade gucken, was da im Käfig ist. Da ist ja irgendwas gefangen worden. Ich frage mich, was das wohl sein mag. Aber leider, der Inscreen macht uns gerade einen Strich durch die Rechnung. Sowas Doofes aber auch. Ach, naja, was willst du machen? Okay, wir haben jetzt 10 Stunden lang Krabben gebraten. Und, Hartmut gebraten quasi. Wir brauchen noch einen Hartmut, aber erst, wenn wir ein Haus haben. Und jedenfalls, was wollte ich sagen und nicht lügen, ich würde gerne mal versuchen, dann irgendwie so ein Feuer zu bauen und darüber wirklich eine Foundation, vielleicht nicht unbedingt das große Feuer, vielleicht passt ja aber ein kleines Feuer eine Foundation. Habe ich gerade im Chat gelesen, ist also wahrscheinlich falsch. Aua, nicht hauen. Ja, jedenfalls gucken wir da mal ein bisschen rum und dann nächste Folge gucken wir mal, was wir gefangen haben und dann fahren wir wieder 10.000 Mal hin und her, um irgendwo Stickies herzuholen, um unsere Hütte weiterzubauen. Aber dafür haben wir genug Fronts. Fronts, juhu, Frontschweine. So, schauen wir mal. In der nächsten Folge geht's dann weiter. Hoffentlich ein bisschen mit Bauen, aber wahrscheinlich eher mit Materialbeschaffung, wie immer. Wir suchen mal eine Ölbohrinsel. Wir speichern und suchen eine Ölbohrinsel. Das machen wir in der nächsten Folge. Punkt. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge und ciao mit SZ.